So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von WTOW, Way to Own Website. Dieses Mal schauen wir uns noch ein bisschen genauer die index.php an. So, da ich nicht die ganze Zeit mit dem Echo-Befehl arbeiten will, würde ich gerne PHP erst einmal schließen und danach wieder öffnen. Und hier dazwischen ist jetzt unsere Webseite. Genau, hier muss natürlich auch alles mit Zeilen aufgebaut sein. Und mit Spaltern. Ich würde es eben gerne dreispaltig haben. Genau, und dann haben wir hier die einzelnen Spalten. Die können wir jetzt auch untereinander machen. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Und einrücken. So. Das passt perfekt. Und ich würde jeder Spalte eine Überschrift geben. Kopieren wir uns das mal. So. Und das ist jetzt hier Spalte 1. Spalte 2 und Spalte 3. Wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir hier Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3. Ich finde, die TDs sollten eine Width haben. Jeder eine Width von, sagen wir mal, 30%. Das können wir uns hier kopieren und bei jeder wieder einfügen. Dann ist eben, sind die eben immer gleich breit. Das CD muss eine Width von 100% haben. Genau, wenn es hier mehr drin wäre, wären die eben alle gleich breit. Ja, passt. So ist noch ein bisschen übersichtlicher. Und dann kann das hier wieder runterrücken. Genau. Hier kommt jetzt der eigene Text, der eigentliche Text rein. Das tun wir in Absätze. Das ist wieder bei jedem dasselbe. Hier kommt dann irgendein Text rein. Nur so zur Info, das kann ich euch eigentlich direkt zeigen. Wenn ihr eine leere Seite habt, so wie ich, und ihr wollt aber, dass sie nicht so leer aussieht, dann geht mal auf lorem-ipsum.de, sagt hier generieren für 100 Wörter, go, copy, Steuerung C drücken, und dann könnt ihr das eben hier immer einfügen, in jedem Paragraph, dann habt ihr eben hier so einen Text mit 100 Wörtern immer. Das sieht eigentlich immer ganz schön aus. So, jetzt sehen wir hier, passt das schon wieder. Eine Sache muss ich noch jetzt bei der top.php verändern, nämlich dass wir hier die Links alle auch wieder zentrieren. Oder nein, machen wir es nicht mit dem Center Tag, das geht ja bei Tabellen, wie man wissen sollte, leider nicht, sondern wir geben hier der TD wieder ein Align von Center. So, jetzt passt das Ganze. Haben wir die beiden Menüs in der Mitte, das Logo in der Mitte und hier unsere drei Spalten. Und so, dann kriegt jede Spalte, also die kriegen jetzt alle eine Class. Class gleich Art für Artikel. Alle drei Dingen sind es halt, damit wir die dann danach per CSS noch, ich vertippe mich hier immer, das gibt's nicht, per CSS noch verändern können. Das ist echt unglaublich, heute vertippe ich mich echt die ganze Zeit. Ja, also PHP Class Art. So. Und ja. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Sieht man das hier irgendwo? Naja, egal. Eine Sache können wir noch machen. Wir fangen jetzt hier schon mal mit dem Style an.
Den tun wir dann später auslagern, aber jetzt kann er ruhig noch im Header sein. So. Das war eine Class, also Punkt Art. So, dem geben wir jetzt einfach mal einen. Was schreibe ich da eigentlich? Border gleich. Ein Pixel. Dotted. Light Gray. Ja, uns das jetzt anschauen. Ja, aber Light Gray ist ein bisschen zu hell. Machen wir mal 2 Pixel. Dotted. Gray. So, sieht schon viel schöner aus, aber ich will nicht, dass das hier so eckig ist. Deswegen würde ich gerne einen Border-Radius haben. Border-Radius machen wir meinetwegen mal 10 Pixel. So, jetzt ist das Ganze hier schon schön abgerundet und viel schöner. Dann würde ich gerne ein Padding von 3 Pixeln haben und ein Margin von 2 Pixeln. Padding ist der Abstand nach innen, Margin ist der Abstand nach außen. So, sehen wir, sieht das schon ein bisschen schöner aus. So, dann gehen wir mal hier nochmal her und nehmen uns die H2, war das, glaube ich. Die wollen wir uns auch noch ein bisschen stylen. Ich würde Ihnen gerne eine Text Decoration von Underline geben. Das heißt, dass sie hier unterstrichen sind. Dann eine Sache noch. Font Weight würde ich gerne bold machen. Dann sind sie eben ein bisschen dicker. Sehen wir es hier. Bisschen dicker. Dicker. Und ja. Genau. Ich denke, das war's mit diesem Part. Und im nächsten Part kümmern wir uns dann wahrscheinlich um den Hintergrund. Bis dahin, viel Vergnügen.